Moin, so, willkommen wieder zu einem intelligenten Video, sage ich mal. Und heute wollen wir uns mit Tahm Kench beschäftigen. Denn wir sind ja gerade fleißig dabei, die Worlds zu casten und haben bemerkt, dass Tahm Kench nicht nur eine gute Winrate mitbringt, sondern auch nur von Team ausgepackt wird, die sehr viel Erfahrung mit ihm haben und ihn wirklich auf gute Art und Weise nutzen. Denn Tahm Kench ist ja eigentlich schon länger in der Kluft. Wir sehen ihn auf der Top-Lane, wir sehen ihn als ziemlich krassen Pick im Solo-Queue im Jungle, wobei aktuell seine Winrates in keiner dieser Positionen irgendwie für ihn sprechen. Er ist okay, teilweise unter der 50%-Grenze, aber als Support bei den Worlds hat er sich besonders gut gemacht und wir wollen fragen, warum? Kann es sein, dass bei den Worlds Tahm Kench so gut gespielt wird und ist er vielleicht hidden OP? Die Frage ist nun, was macht einen Supporter überhaupt aus? Was muss ein Supporter mitbringen, um so klassifiziert zu werden, aber auch um effektiv zu sein? Das bedeutet, es gibt schon Gründe, warum wir keine Vayne Support sehen. Na gut, einer der wichtigen Fähigkeiten, die ein Supporter drauf haben sollte, ist CC. Das bedeutet, er sollte sogenannte Crowd Control mitbringen. Das heißt, alle Spells, alle Effekte, die irgendwie negativ den Gegner beeinflussen. Betäubung, Verstummung, Verlangsamung. All die Dinge, wo ihr die Option habt, aggressiv gegenüber den Gegner zu sein oder defensiv, um jemanden zu beschützen. Das wäre auch der nächste Punkt. Ein Supporter muss gewisse Rollen erfüllen, sei es diese aggressive Version, wie zum Beispiel Annie, die einfach jemanden wegballert oder vielleicht den einen oder anderen Engage wagt. Oder jemand wie Janna, der sehr gut ist im Beschützen, der heilt, der schildet, der wegpustet und somit das Team aufrechterhält oder am Leben erhält. Einer dieser groben Aufgaben, würde ich mal sagen, sollte ein Supporter erfüllen können. Der nächste Punkt, der entscheidend ist und mitgebracht werden sollte, sind Grundstats, also sehr gute Stats. Denn ein Supporter wird schnell feststellen, ich bin ein bisschen arm im Vergleich. Er muss also in irgendeiner Form möglichst goldunabhängig sein oder mit wenigen Items schon effektiv. Das heißt, die Fähigkeiten haben zum Beispiel sehr, sehr viel Schaden. Oder er bekommt besonders viel Leben oder Tankiness for free. Alistar ist dabei ein gutes Beispiel. Er hat super viel CC, sogar gewissen Sustain für seinen Verbündeten, kann ihn also heilen. Und seine Ultimate gibt ihm die ultimativen Grundstats. Er ist unsterblich. So gut wie. 70% Reduzierung ist schon krass. Diese Dinge sollte ein Supporter in irgendeiner Form mitbringen. Denn das Scaling, egal wie cool es ist, was er hat, kann er eventuell nicht nutzen, weil er nicht die Items kriegt. Schön, und der letzte Punkt, der mehr oder weniger eher eine Bonuskategorie darstellt, ist Sustain, ist Durchhaltevermögen. Das bedeutet Heilung oder irgendwelche Schilde, alles was einem in der Lane möglichst lange hält, damit man seinen AD Carry beschützen kann. Gehen wir nun also diese Liste durch und schauen an, was Tahm Kench kann. Denn bezogen auf die CC hat er eine ziemlich lange Zunge, die es vermag, den Gegner bis zu 70% zu verlangsamen. Das Ganze für 2 Sekunden. Und wenn man es geschafft hat, 3 Stacks auf den Gegner zu bekommen, ist das eine 1,5 Sekunden lange Betäubung. Und das mit einer vergleichsweise hohen Distanz. Das heißt zum Beispiel, ihr habt 3 Stacks drauf, er flasht, boom, Zunge hinterher, er ist betäubt. Super nützlich, super stark. Außerdem ist er, vorausgesetzt man kriegt die 3 Stacks auf den Gegner, in der Lage, ihn zu fressen, ihn durch die Gegend zu tragen. Und das für eine vergleichsweise ziemlich lange Zeit. 3 Sekunden auf der höchsten Stufe ist sehr unangenehm. Bezogen auf die CC war es das im Prinzip, aber in der nächsten Kategorie punktet er ebenfalls, denn seine Grundwerte und somit seine Goldunabhängigkeit ist massiv. Und hier müssen wir das Feld im Prinzip von hinten aufräumen, denn seine Ultimate gibt ihm die Möglichkeit, von Bonusleben zu profitieren. Und ratet mal, was so ziemlich jedes Support-Item bringt, und das ist Leben. Ziggs und Mikael sind einer der wenigen Ausnahmen. Mit diesem Bonusleben erreicht er jedoch sehr hohe Schadenswerte. Das bedeutet, seine Zunge wird auf höchster Stufe mindestens 300 Schaden machen. Seine W-Fähigkeit macht prozentualen Schaden, das bedeutet, das sind schon mal sehr gute Grundstats, und seine Auto-Attacks werden ja ebenfalls verstärkt. Was für einen Support jetzt vielleicht nicht unbedingt so wichtig erscheint, aber im direkten Battle eigentlich schon. Gut, und ein weiterer wichtiger Aspekt ist seine E-Fähigkeit. Denn dieser Schild gibt dir nicht nur Sustain, also diese Bonus-Kategorie, sondern er kriegt unnatürlich viel Tankiness. Ich will nicht sagen, er ist dann wie Alistar, aber er ist ein bisschen wie Alistar, ne? Er hält also super viel aus und gerade bei den Worlds wurde er sehr, sehr häufig als Köder verwendet. Und er wurde geschluckt. Mehrmals, aber dazu kommen wir noch. Denn in der letzten Kategorie, und zwar seiner Rolle, kommen wir langsam aber sicher zu den Worlds. Tahm Kench ist extrem gut darin, jemanden zu beschützen. Denn er ist ja in der Lage, nicht nur Gegner zu fressen oder Vasallen zu fressen, sondern er kann auch den eigenen AD Carry oder sämtliche andere Dudes in sich verschlingen. Und damit ist man zum Beispiel in der Lage, einen Ignite zu verhindern, irgendwelchen AOE-Schaden, euer Ziel ist meinetwegen CC'd, betäubt oder ähnliches, ihr fresst ihn auf und tragt ihn in Sicherheit. Denn ihr seid ja witzigerweise schneller, wenn ihr einen Verbündeten frisst. Und diese Form des Beschützens ist, finde ich, einer Kalista und die Synergie mit dem Support sehr ähnlich. Du kannst als AD Carry mal Blödsinn machen oder in eine unschöne Situation geraten, Tahm Kench rettet dich. Und das haben wir bei den Worlds unnatürlich häufig gesehen. Und gerade Teams, die mit Jinx gespielt haben, konnten froh sein, dass Tahm Kench am Start war. Ein so verwundbarer AD Carry wurde somit extrem häufig aus den gestörtesten und gefährlichsten Situationen gebracht. Und hat damit Teamfights entschieden, weil diese Art von Peel für einen AD Carry unnatürlich stark ist.
Du bist als Gegner im Prinzip gezwungen, diesen Charakter zu fokussieren, damit der AD Carry rauskommt. Denn später kann man bis zu 6 Sekunden den Dude drin haben. Und hier wohlgemerkt, der Gefressene entscheidet, wann er rauskommt, falls man das noch nicht wusste. Fakt ist aber, dass die Utility davon extrem stark ist und die Worlds haben es vorgemacht. Jedes Mal, wenn eine Komposition gespielt wurde mit einem Olaf oder irgendwas, was der Jinx ins Gesicht springen könnte, zack, war Tam Kench da. Es ist zwar insgesamt ein bisschen eklig, aber es wurde super häufig gefressen und damit auch extrem oft gerettet. Es klappt natürlich nicht jedes Mal, aber bei den Worlds ist die Koordination so groß, dass man die Tam Kench-Spieler nur loben kann. Die Frage ist nun, ist dieser Charakter Hidden OP und kann man das Ganze auf das Solo-Queue übertragen? Denn die Vorteile sind ja bereits mit den ganzen Kategorien genannt worden. Tam Kench passt in die Support-Rolle einwandfrei rein. Jedoch gibt es noch einen weiteren Punkt zu nennen, der sehr wichtig ist. Und zwar Tam Kench hat den Vorteil, dass er Optionen hat. Das heißt, er hat zwar nicht mehr Spells als andere Supporter, ist aber in der Lage zu entscheiden, wie er seine Fähigkeit einsetzen möchte. Ein gutes Beispiel ist dafür die Zunge. Natürlich kann man die Gegner mit harassen und näher rankommen. Es macht jedoch aber einen Unterschied, ob er den dritten Stack mit der Zunge drauf macht oder schon 3 Stacks habt und ihn anschließend betäubt. Denn manchmal macht eine Betäubung mehr Sinn, als den Gegner aufzufressen oder extra hinzuflashen. Und bezogen auf das Auffressen, wieder Option. Will ich dem Gegner super viel prozentualen Schaden zufügen und eventuell eine Bedrohung einfach verschlingen, wenn sie mir nicht gefällt? Oder hebe ich mir diese Fähigkeit für ein Teammitglied auf, was ich retten will? Diese Entscheidung muss ein Tam Kench schnell treffen, aber er hat die Option. Und auch seine Ultimate ist nützlich. Will ich Mobilität haben und alleine da zu sein, oder will ich sogar das Ganze kombinieren mit jemandem, der mitspringt und den Tank in eine gute Position bringt? Das klappt natürlich nicht immer und das ist noch ein Schwachpunkt, weil die Ultimate sehr vorausschaubar ist. Aber man hat die Auswahl als Carry. Andere Supporter haben diese Auswahl von Optionen nicht. Ein Braum kann natürlich reagieren, in welche Richtung er seinen Schild macht. Oder ob er die Ultimate offensiv oder defensiv einsetzt. Naja, und Tam Kench hat neben diesen Optionen noch andere Methoden. Fürs Teamrank können wir so sagen, er ist top-notch. Aber er bringt einige Nachteile mit sich und damit kommen wir zu beantwortenden Fragen, ob er Hidden OP ist. Denn dies, meine Freunde, ist ja keinesfalls. Es bedarf sehr viel Skill. Denn auf der einen Seite ist Tam Kench vergleichsweise teamorientiert. Denn die Fähigkeit kann man gut zum Trollen verwenden. Man entscheidet zwar als Verbündeter, wann man raus will, aber ob man gefressen wird, meh, ist nicht so schön. Dann muss man natürlich bedenken, dass gerade im 2 gegen 2 Tam Kench nicht die krasseste Laning-Phase hat. Er hat Waffen und Mittel, das Ganze zu überstehen, aber er ist nicht so dominant wie andere. Gerade bei den Worlds wurde so oft wie es geht vermieden, ihn in das 2 gegen 2 zu stecken, weil andere Supporter geradliniger und meistens auch brutaler sind als er. Ein weiterer Punkt, der in der Laning Phase ein Problem stellt, sind die Mana-Kosten. Selbst bei den Worlds können wir beobachten, dass immer wieder die Entscheidung getroffen musste, poke ich ihn jetzt, setze ich wirklich so viel Mana ein und habe dann eventuell keine anderen Fähigkeiten mehr. Und das Ganze kann natürlich in einem normalen Ranked im Solo-Queue auch zu Problemen führen. Ich persönlich finde, Tam Kench sollte man im Duo-Queue auf der Botlane spielen. Denn da ist die Koordination garantiert und man kann sich so ein Stück weit absprechen. Denn wie gesagt, seine Winrate ist aktuell nicht die höchste, aber die Popularität ist seit den Worlds ganz schön gestiegen, wie man hier auf Loy King sehen kann. Es ist im Prinzip nichts Neues, aber die Worlds haben vorgemacht, wie es geht und was für ein Potenzial in Tam Kench steckt. Ich hoffe, ihr habt einen entspannten Tag, haut rein und viel Spaß beim Verschlingen.